Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV. Wir haben uns sehr viel vorgenommen, das konnte man auch anhand der Aufstellung sehen. Und wir haben in beiden Richtungen versucht, eine gewisse Balance herzustellen. Aber wir haben von Anfang an, bis auf die ersten paar Minuten, haben wir dann doch zu viele Leichtsinnsfehler in unserem Spiel gehabt. Wir waren verunsichert dann auf einmal. Einige waren beeindruckt. Und ja, wenn man dann den Verlauf der ersten beiden Tore sieht, war es ganz klar so, dass wir bei beiden Toren einen großen Teil dazu beigetragen haben, wie die Treffer gefallen sind. Meistens so, wenn man solche Fehler dann macht, die werden auf dem Niveau bestraft. Union konnte man ja auch in den letzten Wochen sehen, die haben es nach vorne hin immer wieder gut gemacht. Und ja, uns war klar, dass wenn wir ihnen zu viele Räume lassen, dass sie in ihrem System dann doch mit ihrer Spielweise doch die ein oder andere Situation kreieren. Das konnte man vor 14 Tagen in Bielefeld sehen. Ja, war es ein bisschen unglücklich gelaufen, erst am Anfang für sie. Ja, und in der zweiten Halbzeit war es dann so, dass wir trotzdem ein Aufbäumen hatten. Wir hatten dann noch mal ein bisschen Offensive gewechselt. Ja, auch in der ersten Halbzeit war es dann mal so, dass wir eine Phase hatten, wo wir vielleicht einen Anschlusstreffer machen können. War eine Situation dann auch in der zweiten Halbzeit, wo der Torwart den Ball fallen lässt, wo Diamantakos gehalten wird. Gibt es auch normalerweise in... kann man auch mal den ein oder anderen Elfmeter pfeifen, aber trotzdem war es so, dass Union uns dann über die 90 Minuten in Haushoch überlegen war und wir einfach keinen guten Tag erwischt haben und am Ende dann auch noch froh sein müssen, dass es mit diesem Ergebnis ausgegangen ist. Ich glaube, dass wir heute sehr, sehr viel richtig gemacht haben von der ersten Minute. Wir haben uns belohnt auch mal für unser aufwendiges Spiel. Wir haben die letzten Wochen schon viele gute Zeiten gehabt in den Spielen, aber heute haben wir es einfach auch geschafft, über 90 Minuten mal durchzuspielen. Und wir haben unsere individuellen Fehler extrem minimiert. Und was für mich auch wichtig ist, dass hinten die Null steht. Ja, das haben wir die letzten Wochen nicht unbedingt hinbekommen. Und die Mannschaft hat auch wieder bei den Temperaturen, was sie läuferisch auch abliefert, ist schon sehr beeindruckend. Und wie gesagt, heute haben wir uns vor unseren Fans auch belohnt. Und ich denke, auch in der Höhe geht der Sieg so in Ordnung. Ich glaube, wir haben nochmal zahlreiche große Möglichkeiten, auch schon in der ersten Halbzeit. Und wir sind natürlich froh, dass wir den ersten Bundesliga-Saisonsieg heute eingefahren haben. Danke. Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV.